Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Teil 2 Abduction. Und ja, ich habe mir im letzten Teil hier ein bisschen das Dorf angeguckt. Und jetzt möchte ich mir mal den Baum da ein bisschen näher bringen. Ich habe immer noch diese Mikroruckler teilweise. Vielleicht liegt es auch daran, dass das einfach zu hoch eingestellt ist, die Grafik, aber eigentlich sollte das das abkönnen, beziehungsweise meine Hardware. Ich habe auch teilweise 60 Frames, daran liegt es nicht, nur halt bei bestimmten Situationen gibt es halt diese im Moment noch störende Mikroruckler. Vielleicht sollte ich auch mal die zweite Grafikkarte mit anmachen. Mal schauen. Okay, hier ist nichts. Da geht es zu dem Baum rein. Ah, das werde ich wahrscheinlich gießen müssen. Da ist ja der Wasserturm. Da komme ich nicht durch, aber da ist eine Maschine für das Gate wahrscheinlich und eine Lampe. Also werde ich dafür Strom brauchen. Das könnte eventuell das Gewächshaus sein, wovon er geredet hat. Das wird garantiert noch irgendwas sein hier mit dem Wasserturm. Ja, natürlich die hervorragenden Pflanzen da vorne. Schauen wir uns mal jetzt die Laser an. Also im Moment spielt es sich noch nicht so wie Myst oder Riven. Also es fehlt noch ein bisschen dieses Feeling. Vielleicht auch, weil ich noch nicht wirklich irgendwas mit einem Buch tun hatte. Was ist denn für ein Kröppelfisch hier. Naja. Die Pflanzen sind auch hinüber. Oh, da ist wieder so ein. Gehen wir erstmal da unten hin. So. The waterfall. Ja, the waterfall ist im Moment nicht. Part of our ecosystem here is our supply of water. It is supplied as a natural process of the system itself, and we don't really understand how. Although the entire system is very closely tied together. The fact that one of the most important necessities of life has been provided to us has led many to believe that this place has a purpose. Others attribute a complex natural process which we one day hope to understand. Either way, we are glad to have all the water we need. Ja, Joseph, ist klar. Wenn ihr dir das Wasser abstellt. Wollen wir mal, ob wir da irgendwie raufkommen. Warte mal, erstmal hier gucken, ne? Muss erstmal ein bisschen erforschen hier. So, dann haben wir hier mal einen Hebel. Was macht der? Okay, da oben ist also ein Mechanismus. Gut, was macht das Ding hier? Also rechts oder links, auf oder runter. Ja gut. Okay, auch wieder zu. Können wir da unten durchkriechen? Hier Riven Style? Geht nicht. Okay. Mit den Lasern ist interessant. Wollen wir da mal vorbeigucken.
vorbeigeschlichen. So, und ein roter Laser. Das Licht außen wird wahrscheinlich... Ne. Das Ding auch nicht funktionieren. Ja, es kristallisiert sich doch. Und da ist wahrscheinlich dieses Kart, was wir brauchen. Oder was allgemein auf diesen Schienen fahren soll. Kristallisiert sich immer weiter raus, dass wir doch ein wenig Strom brauchen. Oh, da ist doch was. Okay, da ist ein Aufzug, wenn mich nicht alles täuscht. Und der ist sogar wassergetrieben. Das heißt, theoretisch dürfte der funktionieren. Ist nichts, hier ist noch nichts. Was denn hier? Bing, bing. Schlacht. Habe ich mir doch fast gedacht. Also machen wir mal Strom. Vielleicht, ja, komm, fahren wir erstmal nach da oben. Wenn das Ding hier überhaupt funktioniert. Also wie gesagt, sollte eigentlich. Durch Wasserkraft. Also kann mit der, na, springen geht hier ja schlecht. Leider. Ne, ich komme da nicht drüber. Da geht's noch weiter, aber ich will eigentlich erstmal da unten gucken. Ja, verschlossen. Diese Laserkanone schießt mich tot hier. Geht irgendwie, ist auch wohl nur Deko, oder? Vielleicht kann ich die auch noch irgendwann anders mal verschieben. Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. So, hier komme ich leider nicht rein. Ist verschlossen. Also. Noch eine höher. Mal hier. Ja. Na, es scheint wirklich so eine Bubble zu sein.
Das war jetzt wohl zu einfach. Und wir haben den Wasserfall wieder. Oh. Ja, das ist natürlich jetzt... das ist jetzt natürlich ein One-Way-Ticket, würde ich sagen, ne? Ich gehe mal davon aus, dass man damit runterfahren kann, aber man kommt hier nicht wieder hoch. Wo die Tür offen ist jetzt. Shit. Da unten war auch nichts, also... Ne. Bin ja nicht durch. Werde ich wohl oder übel... Wie komme ich denn da dran? Da ist was drin. Ist nicht. Dann halt das One-Way-Ticket nach unten. Runter kommen sie alle, rauf nicht mehr. Komm, wir klingeln nochmal bei dem Jungen hier. Basis. Ja. Weiß nicht, was das Zeug mit mir macht. Also, Wasserfall läuft. Wasserfall läuft. Und ja. Da ist der Torius. Genau. Ne, ich YouTube gerade. YouTube. Buröhre, genau. Ich bin jetzt bei dem doch recht. Ja. Auch simpleren Physikrätsel. Ja, das ist durchaus, okay, das passiert, da passiert nichts. Theoretisch dürfte sich das drehen. Alles klar. Oh, tschüss. User left your channel. Gut, was passiert, wenn ich das jetzt nochmal betätige? Easy. Also das war jetzt nicht allzu schwer. Das werde ich wahrscheinlich wieder zurückstellen müssen, wenn ich da oben drüber will. Das hätte ich auch hier an die Dinger erkennen können, ne? Schleifspuren. Okay, da oben werde ich wahrscheinlich nicht drankommen. Da brauche ich die Leiter unten. Hier komme ich nicht drüber.
Okay. Wasserflasche, Milchkanne. Oh, Milchkanne. Kann ich angucken. Oh, komm her. Schwarze Flecken. Das ist schön. Ich muss sagen, das haben sie sich mal Gedanken gemacht. Wir können nichts benutzen. Was ist das? Angelrute? Nicht, nein. Mikro, klar. Noch so eine Kugel. Motorrad. Das ist cool. Ah, okay. Also kann man wahrscheinlich diese Kugel drehen. Warum jetzt da unbedingt ein Kabel rausläuft? Ja, ohne Power ist nichts los hier. Oh Mann, das sieht doch schon wieder. Oh, das sieht wieder. Das ist schon wieder deutlich umfangreich hier. Schauen wir uns mal die Kugel an. Okay, die ist kaputt auf der Seite. Ah. Die Kugel ausgehöhlt. Da ist nix. Das impliziert doch, dass das ein Teil von irgendwas Größerem ist, oder? Und da ist irgendwas Strommäßiges. Ich denke mal, dass... Oh, da läuft ein Kabel. Da läuft ein Kabel. Irgendwo. Und das sind auch hier die... Ja, okay. Die laufen da und... Denke mal, dass das da hinten irgendwas mit der Spannung zu tun hat, vielleicht. Na gut, aber wir sind schon wieder bei den 20 Minuten angekommen und ich bedanke mich fürs Zusehen und das war Teil 2 von Obduction und dann sieht man sich vielleicht, wenn ihr wollt, dann bei Teil 3 wieder.